Give me that, Bro 5. Hier ist wieder Quintus und ich sage Welcome back to Ghost of a Tale. Und wir sind in einer neuen Aufnahmesession und hier wird jetzt einiges ein bisschen anders laufen. Wir werden wesentlich schneller Fortschritt machen. Ich werde dir auch gleich sagen, warum. Warte mal, ich glaube, ich habe meinen Ton schon wieder versehentlich total leise gedreht an meinen Kopfhörern. Silas, was hast du noch zu sagen? Alles klar, Maus? Hä? Alles klar, Maus? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe das jetzt schon die ganze Zeit nicht gemacht. Lalala, lalala, lalala. Verzeih mir, ich muss gehen. Ja, wir brauchen nämlich nichts weiter von ihm. Also, was dir jetzt zuerst aufgefallen sein wird, ist, dass die Videos nicht mehr in 4K sind. Das habe ich mir schon länger vorgenommen. Und das hat ein paar Gründe. Erstens kann ich dadurch viel schneller neue Videos produzieren. Zweitens sind die meisten Leute, die hier zuschauen, sowieso, naja, also die meisten Leute benutzen keine 4K-Bildschirme. Die benutzen ehrlich gesagt nicht mal 1080p-Bildschirme, weil die meisten Leute übers Handy zugucken. Und in 4K immer aufzunehmen hat mehrere Nachteile. Erstens braucht es ewig, bis die Videos fertig gerendert sind. Zweitens braucht es ewig, bis die Videos hochgeladen sind. Es dauert pro Video 20 Minuten für ein Video, also ein 20-Minuten-Video braucht etwa, naja, so 2,5 bis 3 Stunden, bis ich das hochgeladen habe. Ich habe eine sehr gute Internetleitung wohlgemerkt. Ich habe zwar keine Glasfaser, aber komm, wir hören jetzt mal auf, hier rumzutingeln. Ich habe mir übrigens vorgenommen, tingeln zu sagen und nicht pimmeln, weil das ist, ja, weiß ich nicht, ich rede halt so, aber ja. Nee, also es dauert ewig, bis diese Videos hochgeladen sind. Und ja, also so ein 20-Minuten-Video in 4K braucht mit meiner Leitung, das ist wohlgemerkt eine 50K-Leitung. Also ich habe 10K im Upload und 50K im Download. Und wie du siehst, weiß ich schon einiges. Das hat unter anderem damit zu tun. Ich erzähle erstmal ein Thema fertig und komme dann zum anderen. Ich bin immer so sprunghaft in meinen Themen und allgemein. Der andere Grund dafür, warum ich... Bolla, das war jetzt knapp. Der andere Grund, warum ich gerne jetzt in 1080p immer hochladen will, ist unter anderem auch, dass ich mir nicht ständig... Wir lesen das gleich. Ist, dass ich mir nicht ständig eine neue externe Festplatte kaufen muss, weil meine alte wieder voll ist. Ich speichere ja meine ganzen Videos zwischen, die sind ja nicht nur auf YouTube gespeichert, sondern auch nochmal auf externen Festplatten, falls ich die nochmal irgendwie für irgendwas verwenden möchte, zum Beispiel für irgendwelche Outros oder so. Das ist so dieser Hintergrund. Und ständig 4K-Videos zu speichern, geht halt irgendwann echt ins Geld, ne? Wir machen uns mal ein paar Wege auf. Und naja, das sind so die paar Gründe. Und so eine externe Festplatte, ich kaufe meistens relativ große, so entweder zwischen 3 und 4 Terabyte Festplatten. Und da kostet eine gerne mal 100 Euro. Und das Geld musst du auch einfach mal so überhaben, ne? Und das ist nicht immer gegeben. Ja, ich hoffe, du verstehst das. Und ein anderer Grund, der, finde ich, sogar noch viel wichtiger ist. Wo ist denn jetzt hier diese Wache? Ein anderer Grund, der, wie ich finde, sogar noch viel wichtiger ist, ist, dass ich dadurch die Qualität steigern konnte. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Okay. Das war auch nicht beabsichtigt. Ich hatte mir vorgenommen, dass diese Aufnahmesession alles anders wird. Und das wird es auch. Ich werde gleich noch erklären, warum. So, ein anderer Grund, weswegen ich gerne jetzt in 1080p aufnehmen möchte. Übrigens habe ich den Motion Blur ausgeschaltet und das gehört auch zu dem Thema, was ich gerade sagen möchte. Das wurde sich nämlich von mehreren Leuten gewünscht, die unten in den Kommentaren in der ersten Folge oder in der Folge, in der ich das gesagt habe, abgestimmt haben. Und ich kann die Qualität für diejenigen, die in 1080p zuschauen, deutlich steigern, wenn ich in 1080p aufnehme. Weil ich nämlich jetzt
Ja, ich will dir die technischen Details ersparen, weil wenn du kein YouTuber bist oder kein Videoersteller oder überhaupt Videos produzierst, dann wird dir das alles nicht so viel sagen und ist für dich auch nicht relevant. Kurzum, es ist auf jeden Fall viel, naja, ach so, hier wollte ich nicht hin. Es ist auf jeden Fall viel, eine viel höhere Videoqualität für diejenigen, die in 1080p zuschauen. Und seien wir mal ganz ehrlich, wer hat heutzutage schon einen 4K-Bildschirm? Das sind ja nur solche irren Verrückten wie ich. Und wenn irgendwann mal 4K zum Standard wird, dann kann man immer noch in 4K aufnehmen. Die Videos, die ich jetzt aktuell aufnehme, die werden ja jetzt eher von Leuten geschaut, die Ghost of a Tale aktuell finden. Du kannst mich gerne berichtigen, wenn du das in ein paar Jahren schaust und alle nur noch in 4K alles anschauen, was sie anschauen wollen. Aber aktuell ist einfach der Standard nicht 4K. Und das sind so die Gründe, weswegen ich jetzt immer in 1080p aufnehme. Du merkst, ich renne hier durch, als hätte ich das alles schon mal gespielt. Und das wollte ich eben eigentlich auch erzählen. Ach shit, ich habe was vergessen. Aber ist nicht schlimm, wir machen jetzt erstmal das hier. Ich wollte noch was machen. Du merkst, ich renne hier durch, als hätte ich das alles schon mal gemacht. Und das stimmt auch. Ich habe nämlich mir vorgenommen, jetzt einfach mal nicht mehr blind zu spielen, sondern ich habe ein bisschen vorgespielt. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt, aber ich habe ein bisschen was gemacht. Ich weiß da ja jetzt zum Glück, wie wir endlich an diesen verdammten Waffenkammerschlüssel rankommen. Und ich weiß jetzt auch, wie wir zu Faustus finden. Und viel weiter habe ich aber auch nicht gespielt. Ich habe noch so ein paar kleine Geheimnisse gefunden. Komm. Und natürlich diesen ganzen hinteren Bereich hier, den ich das letzte Mal völlig außer Acht gelassen habe, wo ich einfach ein bisschen zu blind war. Hier gibt es übrigens relativ viele Pilze zum Schauen. Ich will gerne in dieser Folge den Waffenkammerschlüssel holen, aber wir werden auf jeden Fall später nochmal in den Wald zurückkehren müssen, um ganz viele Pilze anzusammeln. Und dann werden wir auch uns um diese Bienennester kümmern, die dort hängen. So ein paar kleine Pilze werde ich jetzt schon mal einsammeln. Die wir auf dem Weg sehen, die nehme ich mit. So, und warum habe ich jetzt entschlossen, ein bisschen vorzuspielen? Das liegt einfach daran, dass mir aufgefallen ist, dass es wirklich langsam ein bisschen katastrophal wurde. Ich bin immer frustrierter geworden während der letzten paar Folgen. Und das hast du vielleicht auch gemerkt. Ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehalten, hast das ertragen, wie ich so drauf war. Ich war ein bisschen genervt, das gebe ich zu. Ich war nicht schlimm genervt, aber ich habe einfach gemerkt, das hat sich langsam so ein bisschen auf die Aufnahme übertragen. Und ich muss dazu auch sagen, das letzte Mal war ich wirklich richtig müde, als ich aufgenommen habe. Ich bin dieses Mal auch nicht viel besser dran. Und ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich bin ein ganz kleines bisschen heiser. Ich habe einfach, Ich bin ein bisschen, glaube ich, erkältet oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht räusper ich mich mal zwischen den Aufnahmen. Wir sind hier jetzt auch schon fast bei der Hälfte der Aufnahme. Und ich hätte eigentlich jetzt gerne mal gespeichert, bevor wir hier reingehen, aber es geht leider nicht. Ach, weißt du, das ist aber nicht so schlimm, weil wir uns jetzt gleich einen Weg hier unten aufmachen. Es ist einfach viel schöner, wenn ich dir ein bisschen was von dem Spiel zeigen kann und nicht die ganze Zeit frustriert und verwirrt durch die Gegend renne. Denke ich, oder? Ich denke nicht, dass du es schlimm findest, wenn ich ein bisschen vorgespielt habe. Einfach, weil ich mich dann auch viel besser auf die Dinge konzentrieren kann, die ich so erzähle. Ja, habe ich irgendwas vergessen, was ich dir sagen wollte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich alles Wichtige erzählt, was jetzt so in der Zwischenzeit passiert ist. Und wir können langsam so dahin übergehen, dass ich wieder so ein bisschen entspannter werde und einfach so... Wir müssen übrigens hier auf jemanden warten. Wir haben nämlich jetzt endlich diese, oder besser gesagt, ich habe in der Zwischenzeit jetzt endlich diese Wache ausfindig gemacht, die diesen Schlüssel für die Waffenkammer hat. Ach, das ist doch nicht wahr. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das mit Schleim.
Obwohl ich es eigentlich gerne so machen würde, dass ich den beklaue. Na, mal schauen. Ja, der dreht sich jetzt eh um. Na gut, machen wir es so. Jetzt haben wir nämlich endlich den verdammten Waffenkammerschlüssel und können dort unten auch in die Waffenkammer rein. Falls du das mit dem Schleim vergessen hast, dieses Gläschen mit Schleim, das, damit können wir dann tatsächlich auch mal Wachen ausschalten, die einen Helm tragen, sofern sie keine Schuhe anhaben. Denn die rutschen ja darauf aus. Und dann haut's die nieder. Hier räumen wir natürlich alles aus. Achso, wir können keine weiteren tragen. So, das mit der mit der Rüstung ist zwar eine ziemlich coole Sache, weil wir jetzt uns relativ frei bewegen können. Übrigens habe ich jetzt auch erkannt, warum ich hier im Inventar immer die falschen Tasten gedrückt habe. Nämlich ist es so, wenn du mal auf mein Gamepad schaust, mit den oberen Tasten machen wir immer den unteren Bereich, also das, was unten ist, und oben, mit den unteren Tasten machen wir das, was oben ist. Und das verwirrt einen natürlich ein bisschen. Das hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen anders organisiert ist. Aber das wird sie machen. 3 Florin waren da drin. Und Kerzen können wir nicht mehr tragen. Ja, ist doch viel besser so, oder? Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Fortschritt haben. Ich glaube, hier war aber nicht weiter viel. Und ich glaube auch, dass ich gar nicht alles zusammenfinden werde, alle Geheimnisse, die ich jetzt in der letzten, also in dieser kleinen geheimen Aufnahmesession gemacht habe. Die ich ohne dich gemacht habe. Und wir müssen auch mal so langsam anfangen, die Sachen vorzulesen, die ich nicht vorgelesen habe. Das Buch von Mera, wir haben jetzt schon 2 Rosen und hier habe ich auch eine Rose die ganze Zeit übersehen. Wir können jetzt übrigens auch mit den Wachen sprechen, was ziemlich cool ist. Stehen bleiben, weise dich aus! Ich sehe dich in der Burg zum ersten Mal. Ich bin Soldat Recke. Ich bin Soldat Recke. Recke? Was nehme ich denn hier? Also, ich bin ein neuer Rekrut, das ist mein erster Einsatz. Ha, Pech gehabt. Was gibt es zu berichten? Ein Gefangener ist aus dem Verlies ausgebrochen. Eine Maus. Wer hatte Dienst? Snorl. Der Narr war beschwipst und hat nicht gesehen, dass die Zellentür offen stand. Was gibt es zu berichten? Merkwürdig. Irgendein Spitzgesicht hat Jerubs Tuch mit seiner Waffenfarbe gestohlen. Fußnote? Achso, Spitzgesicht wieder. Wer braucht schon den Schnodderlump meiner Ratte? Gibt es etwas zu berichten? Mal sehen. Mir fällt nichts ein. Na gut. Oh, warte mal. Du bist Recke. Der Kommandant will dich in seinem Arbeitszimmer sehen. Das machen wir später. Ja, mit... Wieder unsere Rose. Was liegt denn hier? Achso, ein Stock. Warum brauchen wir einen Stock? Ich weiß es nicht, aber es wird schon irgendeinen Grund haben. Achso. Wir können die Wachen übrigens auch so beklauen, was ich ziemlich cool finde. Sofern es uns erlaubt wird... Ah, die schlafen. Natürlich schlafen sie, es ist ja auch Nacht. Außer du. Hey. Ich werde mal versuchen, sie ein bisschen anders zu synchronisieren. Hey. Oh, du bist's. Kannst du immer noch nicht schlafen? Ich habe es versucht. Vielleicht würde ein anderes Lied mehr helfen. Nein, danke. Vom letzten habe ich echt seltsame Träume bekommen. Hast du noch andere Vorschläge? Kann ich dir irgendetwas bringen, was dir beim Einschlafen helfen würde? Meine Omama hat uns immer einen Trank gebraut, wenn wir nicht schlafen konnten. Omama haben wir ja schon gelesen. 2 Gelege mit Brummereiern, eine 3-köpfige Eiche und 3 purpurrote Pilzschößlinge. Könntest du mir diese Dinge besorgen? Ich schau mal, was ich machen kann. Oh, ich... Und berühre die lila Pilze nicht. Sie sind giftig. Ja, das ist ja wunderbar. Hey, was treibst du da? Hier, ich habe die Passierscheine gefunden, die du haben wolltest. Ja, okay, wir müssen wiederkommen, wenn er wach ist. Guste wird die haben wollen. Komm morgen früh wieder, wenn er wach ist. Ja, das machen wir alles, wenn, ja. Das machen wir alles, wenn die wieder wach sind. Und das ist auch sehr wichtig, das zu machen, wenn die wach sind.
Können wir hier irgendwo schlafen? Das wäre nämlich richtig gut. Zur Not muss ich mal rüber in die... in den Bereich von den Verliesen. Da war nämlich auf jeden Fall ein Bett. Und zu dem Kommandanten gehen wir auch später. Wir müssen erst nochmal... Ja komm, wir machen jetzt erstmal das... Wir schlafen jetzt erstmal eine Runde. Bis es wieder früh am Morgen ist. Es ist 8 Uhr... 8 Uhr abends? Ja. Ja. Schlafen wir mal bis 6 Uhr morgens. Viel besser. Glaube ich. Ist es wieder tags? Ja. Gut. Ja, ich denke mal, du nimmst es mir nicht sonderlich übel, wenn ich jetzt nicht mehr blind spiele, weil wir kommen einfach so viel mehr voran. Ich bin nicht so frustriert und das wirkt sich ja auch auf das Let's Play aus. Ich hoffe echt, dass du bis hierhin durchgehalten hast und meine schlechte Laune ertragen hast. Ha! Du bist der roten Pfote beigetreten, wie ich sehe. Die rote Pfote. Angesichts der bevorstehenden Invasion gab Nagrik, der letzte Rattenkönig, seine Krone auf und floh, während sein Königreich ins Chaos stürzte. Ohne König schlossen sich die 5 Rattenbarone unter Ostrik zusammen und trieben mit vereinten Kräften die Kampfschiffe vor Salzar zurück. Es gab keinen Thronfolger und niemand konnte als neuer König gekrönt werden, da der Stein der Krönung mit dem Wrack verloren gegangen war, das auch Nagriks Leben forderte. Und so stellten die Barone einen provisorischen Regierungsrat zusammen, um im Königreich der Ratten und den annektierten Landen von Muridea schnell wieder für Ordnung zu sorgen. Aufstände wurden gnadenlos und mit blutiger Effizienz niedergeschlagen. Das Symbol des Rates, ein Kreis, der von 5 purpurnen Strichen eingerahmt wird, repräsentiert die 5 herrschenden Barone. Viele sahen in ihm jedoch nicht mehr als einen blutigen Pfotenabdruck. Das Zeitalter der roten Pfote hatte begonnen. Wir sind auch fast wieder am Ende unserer Folge. Kann ich mit irgendwas weiterhelfen, Soldat? Ich hätte mal eine Frage. Ach, was willst du wissen? Warum hilfst du mir? Warum tragen die Okay, wir müssen nochmal später zu ihm. Wir wollen jetzt erstmal zu Gusto. Ich weiß gar nicht. Eigentlich ist es ja ein französisches Spiel, deshalb muss man ihn wahrscheinlich ein bisschen anders aussprechen. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie. Und sie heißt wahrscheinlich Fatal. Okay. Zumindest werden wir das hier noch abschließen. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Wen haben wir denn da? Hier sind die Sachen aus eurer alten Zelle. Da ist ja das gute Zeug. Und du hast den Schmiedehammer. Dann sind wir quitt, oder? Ja, wir sind quitt. Pass bloß auf dich auf. Da stimmt was nicht mit dem Schmied. Oh ja, hast du seine Zähne gesehen? Die sind aus Holz. 2 Reihen hölzerner Beißerchen. Wie ein Wald, in dem die Geister spuken. Ja, wenn Geister irgendwie komisch riechen wahrscheinlich. Oder ein Armenfriedhof. Hier, ich habe die Passierscheine, die wir brauchen. Echt? Zeig her. 3 Passierscheine, wie er gesagt hat. Also gut. Ein wahrer Dieb braucht eine ganze Reihe von Talenten. Er muss geschickt, hartnäckig und aufmerksam sein. Und noch einiges mehr. Wenn du alles davon drauf hast, kannst du dich unserer Gilde anschließen. Naja, es ist eher sowas wie ein Club als eine Gilde. Wie viele Mitglieder hat eure Gilde? Meinst du, mit uns mitgezählt? Das ist doch unwichtig. Jetzt bringen wir dir erstmal ein bisschen was von allem bei. Was möchtest du lernen? So, jetzt können wir verschiedene Fähigkeiten lernen, die richtig, richtig gut sind. Das Verstauen beispielsweise. Oh, das ist gut. Sieh her. Ich kann dir zeigen, wie du noch mehr Gegenstände in deinem Beutel verstauen kannst. Flaschen, Stöcke und dergleichen. Vielleicht später, denn ich will dir erstmal alles zeigen, was wir hier lernen können. Und danach muss ich die Folge beenden. Die Woge? Erklär du es ihm, Gusto. Wir können dir zeigen, wie sich deine Ausdauer im Nu wiederholt, wenn du erschöpft bist. Dafür bin ich noch nicht bereit. Also gut, was können wir dir sonst noch beibringen? Ups, jetzt habe ich das ange... Vielleicht später? So. Der tiefe Fall. Meine Spezialität, pass auf. Wir können dir zeigen, wie du dich vom harten Aufprall nach einem tiefen Fall schnell wiederholen kannst. Nicht jetzt. Scharfe Lauscher. Das ist die wichtigste Fähigkeit eines Diebes.
Mit einer bestimmten Technik kannst du spüren, ob ein Feind in der Nähe ist, und wir können dir das beibringen. Das hier ist ein bisschen fies, hier steht nämlich vielleicht später jetzt oben und bitte zeig mir, wie das geht, unten. Kannst du versehentlich das auch einfach mal anklicken. Der rote Nebel? Diese Fähigkeit beherrschen nur die besten aller Diebe. Du musst verstehen, dass ein wahrer Dieb ein besonderes Talent hat. Er kann sehen, welche Dinge reif für einen neuen Besitzer sind. Sie scheinen sich geradezu anzuspringen. Vielleicht später. Also gut, was können wir dir beibringen? Der starke Arm ist die letzte Fähigkeit, die ich jetzt noch dir erzähle. Das musst du dir mehr merken, wir werden das alles später noch lernen, aber... Das gehört zu Fatalsstärken. Ich bin nicht gerade eine Muskelmaus, aber mein Arm kann was. Technik ist das A und O, Flaschen, Stöcke oder anderes Zeugs. Du kannst viel mehr Schaden machen, wenn du es so wirfst. Nicht jetzt? Also gut. Welche Geheimfähigkeit würdest du gerne lernen? Also wir lernen auf jeden Fall... Ja, ich habe das letzte Mal scharfe Lauscher gelernt. Und ich habe festgestellt, dass das nicht sonderlich wichtig ist, eigentlich. Ich überlege, ob ich vielleicht lieber was anderes lerne stattdessen. Aber jetzt lernen wir erstmal... Ich glaube, die Woge war das, ne? Wir können dir zeigen, wie sich deine Ausdauer nur wiederholt, wenn du erschöpft bist. Das finde ich sehr wichtig. Gusto zeigt dir, wie deine Ausdauer durch besondere Artentechnik schnell wieder erholt. Na schön, das war's fürs Erste. Alles klar, brauchen wir noch was? Oben auf dem Wachturm ist eine Ratte. Ein echt mieses Spitzgesicht. Meint ihr Silas, die Signalwache? Ja, genau dieses Spitzgesicht. Wir brauchen sein Fernglas. Ich kann ihn nicht beklauen. Warum nicht? Er ist nicht dein Freund, Maus. Aber wir schon. Er ist nur eine Ratte. Er ist ein echtes Spitzgesicht. Aber er hilft mir doch, oder etwa nicht? Ach komm schon, er nutzt sich nur aus. Warum sollte ich euch glauben? Würdest du einer Ratte eher vertrauen als uns? Schau in seine Feldkiste und entscheide dann, ob du ihn noch für einen Freund hältst. Ich bin mir nicht sicher, wem ich überhaupt trauen kann. Achso, ja. Er ist zurück. Hier ist das Fernglas, das ihr haben wolltet. Prima. Normalerweise braucht er für sowas zu lang. Ja, vielleicht werde ich langsam besser. Nein, ich meinte, du brauchtest nicht zu lang, um das Fernglas zu besorgen. Das war viel zu einfach. Fußnote, zu lang. Zu lang wird von vielen, einschließlich seinesgleichen und ihm selbst, als größter Dieb aller Zeiten erachtet. Das wirkt gerade so, als hätten wir das schon mal gelesen, weil wir das in seinem Kostüm schon gelesen haben, aber hier steht ein bisschen mehr über zu lang. Also zu lang wird von vielen, einschließlich seinesgleichen und ihm selbst, als größter Dieb aller Zeiten erachtet. Die Geschichte über seinen Wagemut und seine Arglist sind nahezu legendär. Und sein Ruhm wird mit jeder Erzählung größer. Aber zu lang ist weder Held noch Bösewicht. Er ist berühmt für seine Launen und seine Willkür und kann ähnlich wie eine Naturkatastrophe kaum eingeschätzt werden. Es ist gut möglich, dass zu lang dem Baron Gold stiehlt, einem armen Bettler schenkt und diesem, während er sich dafür bedankt, die Holzzähne aus dem Mund klaut. Aber seine berühmteste Tat ist für viele auch seine edelste. Ich weiß, was hier steht, deshalb lache ich schon. Es heißt, zu lang riskierte einst sein eigenes Leben, um ein kleines Dorf vor dem herannahenden marodierenden Banditen zu warnen und so den dort lebenden Schlammbauern genug Zeit zur Flucht zu ermöglichen. Als sie zurückkehrten, waren ihre Häuser unversehrt, jedoch geplündert. Alle ihre Wertsachen waren wie vom Erdboden verschluckt. Die Bauern waren trotzdem überglücklich. Schließlich kamen sie mit dem Leben davon. Und gaben ein Festessen zu Zulangs Ehren. Das beweist, dass Schlammbauern sehr großzügig und oft fürchterlich naiv sind. Ich glaube, ich muss die Folge jetzt gleich beenden. Also, tut mir leid. Also, du brauchtest nicht zu lang, um das Fernglas zu besorgen. Das war viel zu einfach. Ihr meint zu lang, den Dieb. Er ist mehr als nur ein Dieb. Er ist der beste Dieb, den es gibt. Ach wirklich? Naja, also... Eigentlich war Gad Kavat der beste aller Diebe. Aber er ist gestorben. Zu lang ist unser Held. Wir würden alles dafür geben, ihn einmal zu treffen. Absolut alles. Also gut. Welche Fähigkeit sollen wir dir zeigen? Das Verstauen auf jeden Fall.
Also, wie ich dir bereits erklärt habe, ich kann dir zeigen, wie du mehr Gegenstände in deinem Beutel verstauen kannst. Flaschenstöcke und dergleichen. Ja, bitte bring mir das bei. Die Maus zeigt dir, wie du die Gegenstände platzsparender in deinem Beutel verstaust. Na schön, das war's für das Erste. So, wir können noch eine weitere Fähigkeit freischalten. Das müssen wir aber in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt erstmal groß. Und gehe im Hintergrund mal in das Pausenmenü. Ja, wir haben wieder ein kleines bisschen überzogen, aber nicht viel und das ist schon ganz okay so. Ja, also ich bin dieser Aufnahmesession auch ein bisschen müde, aber es geht. Es ist viel besser als beim letzten Mal. Und ich werde in der nächsten Folge auch ein bisschen ruhiger. Ich bin immer irgendwie so wuschig und das liegt vielleicht auch daran, dass ich einen ganzen Liter Cola jetzt getrunken habe, bevor ich überhaupt aufgenommen habe. Und der zweite steht hier schon neben mir. Egal, ich labere dich jetzt nicht weiter voll. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quindos und ich sage, welcome back to Technovocation of Crash. Okay, ich gehe mal in die Richtung Lovecraft und dann versuchen wir mal zu aktivieren. Ach du Scheiße, was passiert hier? Ach du Kacke, hier kommen überall Tentakel aus dem Boden. Tentakel. Lovecraft ist so der Tentakelgott.